Herr Ausschussobmann, Sie sind am Wort. Ja, zur Klarheit, also ich spreche jetzt nicht als Ausschussobmann, sondern als Mandatar der Fraktion Gerechtes Innsbruck, dass das nicht miteinander vermischt wird. Ja, ich stelle keine Fragen. Ich versuche das Ganze, was ich da jetzt wahrgenommen habe, zu resümieren. Die Finanzsituation der Stadt Innsbruck ist prekär, besorgniserregend. Feuer am Dach, wenn ich das in der Sprache eines Feuerwehrmannes ausdrücken darf. Ich sage, es brennt nicht nur das Dach, sondern es brennt schon das oberste Geschoss auch schon. Und aus diesem Grund haben viele, nämlich über 2/3 der Mandatare da herinnen, sich entschlossen gehabt, weil man gewusst hat, es mit der Budgeterstellung wird sehr schwierig. Und da sollte man sich doch auf dementsprechende den Erfahrungsschatz des ehemaligen Finanzdirektors Stellvertreters berufen können, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Und darum haben 2/3 vor einiger Zeit, vor der Sommerpause, einen dringenden Antrag gestellt, dass mit dem Herrn Finanzdirektor Stellvertreter Gespräche zu führen sind. Das heißt, er wäre auch bereit gewesen, um eine geordnete Übergabe mit Herrn Finanzdirektor, mit Neuden, den ich übrigens gratulieren will, weil er macht eine sehr gute Arbeit, das kann ich jetzt schon nach so kurzer Zeit sagen, weil es ja nicht einfach gewesen ist, da auf einmal sozusagen ins kalte Wasser geschmissen zu werden und sofort das Budget zu stellen in Zeiten wie diesen. Gut, also diese 2/3 haben diesen dringenden Antrag im Gemeinderat gestellt und der Herr Bürgermeister, und das ist mittlerweile auch von der Gemeindeaufsicht bewiesen, hat insofern einen Stadtrechtsbruch begangen, indem er den Alimini abgewiesen hat. Das heißt, hätte man das so macht, wie 28 oder mehr vernünftig das wollten, dann wäre vielleicht auch jetzt, was die Budgeterstellung gewesen wäre, wäre es vielleicht leichter gewesen, weil dann hat man 2 Leute gehabt. Einen, für den immer noch das Herz für die Stadt brennt, sonst wäre nicht bei jeder Gemeinderatssitzung da erinnern. Das wollte der Herr Bürgermeister nicht. Wir warten ab, wie es weitergeht, weil dieser Antrag natürlich laut Geschäftsordnung in der nächsten Gemeinderatssitzung wieder dort stehen sollte. Dann haben wir geredet wegen der Regionalbahn, die uns natürlich einen Haufen Geld kostet. Derjenige, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der gesagt hat, vielleicht kriegen wir vom Bund was, vom Bund bekommen wir gar nichts mehr, weil wie damals das beschlossen wurde, in der vorigen oder vorvorigen Periode, da hat es geheißen, man kriegt natürlich vom Bund für eine Straßenbahn eine Mordsförderung. Und dann hat der Geschäftsführer, der Herr Baltes, da heraus oder da unten bei der Messe vor einiger Zeit gesagt, wir bekommen vom Bund gar nichts, weil bedauerlicherweise die Dekarbonisierungsmaßnahmen und die Zahlungen für sowas, da ist die Straßenbahn ausgeschlossen. Das heißt, wir haben etwas beschlossen, in der Hoffnung, was zu bekommen. Das ist uns offensichtlich damals vor meiner Zeit im Gemeinderat in Aussicht gestellt worden. Und jetzt sage ich, weil ich immer wieder vom Privaten rede, wenn halt mein Geschäftsführer einer Firma zu mir als Chef sagt, hoch, wir machen das und kriegen die Hälfte zahlt oder was Gott wie viel. Und wenn ich das noch mache, da kommt bei der Herr und sagt, wir haben uns täuscht. Okay, bei uns ist das möglich. Beim Land, da müssten wir auch viel mehr bekommen. Und ich erinnere mich damals, wie es bei der Ding war, bei der Konfrontation der 2 Bürgermeisterkandidaten, Georg Willi und Opitz Blörer. Und da hat der Georg Willi gesagt, ich werde deswegen der bessere Bürgermeister sein, weil ich die besten Drähte zum Land habe. Viel besser als wie Freddy Opitz, weil die haben ja im Land keine Fraktion vertreten. Von diesen guten Drähten habe ich und viele darinnen seit 3 Jahren überhaupt nichts gemacht. Ich glaube sogar behaupten zu können, meine persönliche Meinung, dass fast jeder da drinnen als Gemeinderat die besseren Drähte ins Landhaus hinaus hat wie der Herr Bürgermeister, weil sonst hätte man von diesen guten Beziehungen und von diesen guten Drähten ja schon längst etwas spüren müssen. Dann geht es um den Schuldenstand. Da hat es eine Pressekonferenz gegeben vom Herrn Bürgermeister, wo uns das erklärt hat und wo er dann eigentlich mit dem Finger auf die vorige Regierung gezeigt hat und gesagt hat, da ist der Schuldenberg so aufgestiegen, jetzt habt ihr es heute auch anhand dieser Statistik gesehen, da hat er recht. Aber in dieser Zeit wurden auch Baulichkeiten umgesetzt. Und was man vor allem nicht vergessen darf, dass in dieser Zeit die Grünen einer der Haupttreiber dieser Projekte gewesen sind. Die Grünen tun nämlich so, als ob sie bei der letzten Periode gar nicht im Gemeinderat in der Regierung gesessen wären, sondern in der Opposition und gegen alles gewesen sein. Ich erinnere an die Frau Stadträtin Schwarzl und den Herrn damals Plan- und Stadtrat Fritz, das waren die größten Treiber neben der Frau Bürgermeisterin, dass man Patscherkofel, Stadtbücherei, Haus der Musik durchsetzt. Das heißt, ich orte, wie schon gesagt worden ist, eine absolute Kindesweglegung. Im Nachhinein sagt man, die Anseins gewesen, aber man ist ja selber dabei gewesen. Und der jetzige Bürgermeister Georg Willi war auch damals der höchste Grüne der Stadt Innsbruck, als Nationalratsabgeordneter, und von dem hat man auch nie einen Gegenruf gehört. Das heißt, jetzt im Nachhinein zu sagen, das seien die anderen gewesen, ja,
Man kann sagen, aber im Grunde nach sind die Grünen auch bei der letzten Regierung bei allen dieser Schulden, die wir gemacht haben, dabei gewesen, wie auch viele andere Gemeinderäte. Das darf man nicht, so wie die Frau Opitz-Blau gesagt hat, ihr Land habt es nicht entschieden, das haben wir immer die Mehrheit gehabt und so war es. Aber mit dem müssen wir uns abfinden, wie der Herr Kollege Stoll bereits gesagt hat, aber in dieser Zeit ist für diese Schulden auch etwas errichtet worden. Und wenn ich mir jetzt die Leuchtturmprojekte der letzten 3 Jahre anschaue, vielleicht fällt euch irgendein Leuchtturm ein, ich vermisse ihn sicher nicht. Und jetzt zur Budgeterstellung. Wir haben vor einiger Zeit, weil wir gewusst haben, es wird prekär, einen Prioritätenkatalog angedacht, beziehungsweise im Gemeinderat mittels eines Antrages eingebracht, wo wir gesagt haben, so wie man es privat auch macht, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Geld, Euros in der Geldtasche habe, muss ich privat sagen, ich muss Prioritäten setzen, wenn bei mir der Kühlschrank hin, weil der Fernseher beim Dach rinnt einer, kaufe ich mir kein neues Auto. Und genauso müssen wir es machen und darum verstehe ich nicht, dass man nach wie vor, jetzt kommt die Budgeterstellung und wir wissen von den Prioritäten immer noch nicht, was wollen wir? Was ist uns von den Prioritäten vorderrangig und was können wir ein bisschen zurückreiten? Und wenn ich nachher, wir müssen überall sparen und wir heute im zweiten Sondergemeinderat da wieder einen Haufen Geld beschließen sollten, was ausgehen will, dann muss ich eben sagen, sind meines Dafürhaltens und des Dafürhaltens auch vielleicht von der Elli Meier, die ja heute auch gesagt hat, Jugend gehört gefördert, Kindergarten und so weiter, sind die Prioritäten falsch gesetzt. Also, wir müssen sparen, sparen tun wir nicht, darf man nicht leihen auf Kosten der Bürger, die wieder die Gebühren alle auch dran kriegen. Wir müssen bei uns sparen und dann können die Prioritäten endlich festgesetzt. Und ich kann noch einmal alle, die das damals abgelehnt haben, diesen Prioritätenkatalog, das war ja die Mehrheit, meines Wissens war, glaube ich, eh die Liste Fritz und die FPÖ dafür und mir. Schauen wir, dass wir uns zuerst einmal zusammenraffen, alle miteinander sagen, was wollen wir haben, was ist uns mehr und was ist uns weniger wert und dann können wir ein Budget erstellen. Weil jetzt machen wir ein Budget, ohne dass wir wissen, was ist wem was wert und die Prioritäten, die den Grünen und dem Bürgermeister an vorderster Stelle angeordnet ist, das müssen ja nicht die unseren sein. Und dann passiert nämlich das, dass Prioritäten, die den Bürgermeister sehr wichtig erscheinen, mir nachher noch rückwirkend stadtrechtsmäßig sanieren müssen. Und das darf nicht sein. Wir müssen alle gemeinsam sagen, was uns wichtig ist. Und dann gibt es eine solche Geschichte, dass wie heute, ich darf sagen, der zweite Teil, also der Sondergemeinderatssitzung Teil 2, Chaos-Tag in Innsbruck, wo wir 3 Minuten vor der Abstimmung noch irgendwelche Zettel und Abordnungen kriegen. Das kann so nicht sein. Wir sollten nach außen hin für die Innsbrucker Bevölkerung dementsprechend professionelles Handeln an den Tag legen. Und das orte jetzt in letzter Zeit immer weniger. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal umdenken und sagen, wir müssen auch quasi den Bürgern, den Steuerzahlenden so viel entgegenbringen, dass die wissen, das, was wir machen, hat Hand und Fuß. Das, was da teilweise gemacht wurde und hoffentlich nicht mehr gemacht wird in Zukunft, ist von Hand und Fuß weit entfernt. Danke.